Willkommen zurück zu einer weiteren verräterischen Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, bewerten, kommentieren, geht ganz schnell, geht ganz easy, einfach nur den Discord-Namen schreiben. Dankeschön, Udin, dass du mir ins Wort gefallen hast. Ich meine, du bist ein Gott, aber ich bin über dir, weil ich das Spiel durchspiele. Verstanden. Ja, hast du Ymir getötet, nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod, da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Getzelele Wutschmatschin. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, warte! Du willst nicht ohne das hier die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir meint nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Gut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim war. Ah, wir machen das Beste draus. Kann man das Odin wirklich glauben? So gerne ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Gott sei Dank ist der weg, Mann. Heimdall. So ein Arschloch. Finden wir das Maskenteil. So, wir können shooten. Aus dem Weg. Der Mann muss schießen. Der Junge muss schießen. Alles klar, es gibt ja eh nur eine Richtung. Also diese. Valkyre-Experten erproben. Ja. Zunächst einmal sind Hehlläufer nichts im Vergleich zu Valkyren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Okay, bist du genauso wie dein Daddy drauf und verspottest mich die ganze Zeit, oder? Putz, putz, putz. Können wir sie kontrollieren? Also mein Schwert ist schon mal wieder sehr zuverlässig. Ich liebe dieses Schwert. Mann, hätte ich im echten Leben gerne so ein Schwert. Ja, was meint ihr?
will Odin wirklich nur antworten, weil er Angst hat, weil er spürt, es geht zu Ende. Übrigens glaube ich dir, dass du die Walküren besiegt hast. Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb oder die Verwüstung in Midgard verursachte oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Ja gut, du bist auch ganz schön gebrainwashed, ne? Du bist halt aus seiner Sippe. Aber ja, auch Götter haben anscheinend einen Zyklus. Werden alt, sterben, geben das Zepter weiter an die Erben. Die wachsen natürlich mit derselben Ideologie auf. Wir sind Götter, wir sind über allem. Wir müssen uns nicht irgendwie rechtfertigen. Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall. Oder hier. So wird gespielt. Kleine Göre. Die batscht rein, ne? Ich muss ja sagen, diese Krieger sind nicht so schwer zu bezwingen. Pass auf! Oh oh. Aber er ist halt extrem gut gegen die. Also, welche anderen Verbrechen hat mein Großvater verbrochen? Mal sehen. Er hat Vanahim verwüstet, Tyr gefoltert, Groa ermordet, Ymir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Das waren Freya und Mimir. Oh, also seine verräterische Ex-Frau und ein verbitterter ehemaliger Berater. Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein! Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Naja, ich meine... Wahrscheinlich wird es nicht schwarz und weiß sein. Wie immer, ne? Und jeder denkt, er tut das Richtige. Aber dass Odin ein Drecksack ist, daran glaube ich felsenfest. Allein wie er mit Thor umspringt. War da ein Rabe? Waren auch hier Raben von ihm? Sackgasse. Hier hat die Maske uns hingeschickt? Yes. Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Oh, guck mal hier. Siehst du? Mehr Heerläufer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Klar. Guck mal, ich mach mal den hier. Den habe ich noch nicht gesehen. Birds. Killer Birds. Alter, das ist ultra. Okay. Das ist eine geile Fähigkeit. Was haben wir hier? Haben wir das schon gesehen? Ah ja, das war das Bounce-Ding, ne? Das ist auch ziemlich nice. Wenn du mehrere Feinde hast, ist es auf jeden Fall ganz sweet. Komm schon, Loki, lass dich nach! Wo lass ich denn bitte schön nah? Ich morde hier wie ein Champ. Bam! Hopp. Wow, 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 der will's wissen, ha? Bam! So, da oben ist jetzt ein großes Loch. Könnte der neue Weg sein. Ich schaff das. Mhm, klar doch. Hey, bei uns ist alles gut, oder? Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber wir nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass du eine tolle Walküre wärst. Das werde ich auch deiner Mutter sagen. Auch wenn sie mir echt Angst macht. Das bedeutet nicht viel. Dann. Jetzt müssen wir ein Maskenteil finden. Eine neue Bogenfähigkeit. Let's do it. Also die Vögel sind schon mal ziemlich geil, finde ich. Und, irgendwas drin? Hier geht's auch nicht weiter. Was jetzt? Weiß nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, was wir brauchen ist hier. Einen Bogen. Den kriegt man schnell.
Gut zu schießen. Das ist schwer. Vielleicht zeigst du es mir. Die erste Walküren-Bogenschützin. Abgemacht. Sie ist durch den Boden gebrochen. Vielleicht unser Weg hoch. Gehen wir runter und sehen nach. Irgendwie ist das so eine richtige Zwergenstatur, ne? Jetzt laufen wir. Oh, warte mal. Hier ist ja auch noch was gewesen. Go over. Okay, aber das bringt mir im Moment nichts, glaube ich. In eine Gruppe Hehlläufer. Erledigen wir sie. Go over. Bam. Alright, let's go. Okay, ganz nett. Gegen eine Gruppe auf jeden Fall gut, denke ich. Was ist das? Eine Wiedergängerin. Ich halte sie für dich auf. Nein, ich schaff das. Lass mal den hier holen. Schwert. Alles drauf, Alter, was für ein Feuerwerk, ne? Sehr, sehr gruselig. Skolber. Und hier geht's auch nicht weiter. Es muss noch einen Weg geben. Augen auf, sehr gut. Weiter. Moment, war jetzt da oben eigentlich irgendwas auf dem Fass? Kann man da hoch? Nö. Aber hier ist auch noch was. Alles nur Deko. Ah, guck mal, das hat's runtergeschleudert. Okay. Doch nicht alles. Aber das Ding hat nichts verloren. Oder ich hab's schon eingesammelt. Ich hab's gar nicht realisiert und dachte, das liegt so oder so nur hier rum. Skolber. Skolber. Alright. Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst? Ich vermute ganz vorsichtig, dass wir eventuell vielleicht hier richtig sind. Klingt das besser für dich? Dankeschön. So, Augen auf, wir haben Gesellschaft. Und trifft ihr die? Boah, geht auch in Höhlen. Das geht überall. Gott sei Dank halten die nichts aus, ne? Ich liebe dieses Schwert. Ich liebe einfach dieses Schwert. Das ist einfach geil. Noch mehr davon? Alright. Ja, die kleinen Viecher sind immer die Damage Kings. Es ist echt so, ne? Immer das Kleinvieh. Klar. Veräppelst du mich etwa? Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. Ah, easy. Oh. Die arme Sau braucht's ja nicht mehr, ne? Irgendwas? Ach, die Maske vibriert hier. Ja, ich denke mal dem Weg folgen, ne? Was denn sonst? Maske? Wir müssen wohl hier durch. Milady? Lass mich das übernehmen. Also, das Ding wehrt sich mächtig. Siehst du was da drin? Ja. Aber du kannst gerne noch ein bisschen schuften. So. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Gehen wir nachsehen. Also, ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er
ist heftig. Als würde er mich in eine Form pressen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Uff, tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will. Ich find's toll, dass du es weißt. Du kriegst es raus. Ich habe mal gehört, Unentschlossenheit und nicht zu wissen, was man will, ist das Schlimmste, was man als Eigenschaft haben kann. Moment mal, sind wir hier richtig? Lady? Ach, da. Da, oder? Hier ist es durchgekracht. Okay. Atreus? Sorry, ich musste husten. Ah! Trockener Hals vom ganzen Aufnehmen. Okay, ein ganz großer. Ein ganz großer. Er geht doch ganz groß auf die Nase. Alter, das scheppert so hardcore, ne? Geht's dir gut? Ja, geht so. Birds! Boah, da kommen sogar noch mehr. Ich bin noch nicht fertig. Einer. Die arme Sau. Moment, woher kam das denn? Mach den doch tot! Sie guckt ihn einfach an. Vorsicht! Und da oben hängt noch einer. Oh, der Rausch. Lässt er jemals nach? Nein, tut er nicht. Mutter wird echt Probleme haben, mich nach all dem in Asgard zu halten. Jetzt ist sie killgeil, ne? Jetzt will sie Blut. Ich hab Holz, aber Holz ist ja nur, um den Bogen zu verbessern. Aber warum dann so viel? Weil den einen habe ich schon ausgesucht. Aber natürlich ist er versperrt. Vielleicht wollen sie die Leute draußen halten. Oder etwas darin. Man kommt bestimmt anders vorbei. Das geht immer. Schön, dass du die Videospiellogik bereits begriffen hast, dass es immer einen anderen Weg gibt. Aber wo hier? Aber wo hier? Irgendwas wegschießen? Irgendwas runterschleudern? Können wir klettern? Ha! Aha! Da ist mehr Klingstein. Du weißt, was zu tun ist. Ach da! Oh Mann! Ja! Sehr gut! Ja! Warum wolltest du Valkyrie werden? Das war nicht immer so. Nach einem Streit mit Mutter riss ich auf und wollte trainieren. Irgendwie hatte jede ihrer Bewegungen ein genaues Ziel. Als wüssten sie genau, wo sie sein müssen. Und in dem Moment wusste ich es auch. Also, wohin jetzt? Wahrscheinlich hier durch. Wir müssen wohl hier durch. Milady? Zu schwer? Sei still. Es ist blockiert. Ich schau mal nach, aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Es ist blockiert. So schwer. Hast du meine Arme gesehen? Mal sehen. Kann ich von der Seite irgendwas sehen? Arr. Arr. Nicht schlecht. Ich weiß. Wie gesagt, Valkyren kämpfen zu sehen, so viel Kraft und Stil, ohne Kompromisse, hat mir Klarheit verschafft. Zum ersten Mal sah ich meinen Weg vor mir. Ganz deutlich. Ah, Moment, hier geht's weiter, glaube ich. Das sieht mir zu großflächig aus. Aber wie komme ich denn in die Kiste? Ah, irgendwo da drüben dann runter. Valkyrie also. Will ich eine Valkyrie sein? Ich weiß nicht. Klingt anstrengend.
Leider müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert's? Finde deinen eigenen Weg, so wie wir es hier machen. So, mal sehen. Sachen kaputt machen, das wäre mein Weg. Und Gräber plündern. Aha. Zur Seite, Hänfling. Muss mies sein, wenn man irgendwie der Schwächste ist, ne? Die hier klemmt auf. Bleib mal da. Weil hier gibt es ja auch noch jede Menge Kram. Ja, was war denn das? Naja, so oder so. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich finde es schön, wie sie leidet. Lasst eine Bewertung da, denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...